Ja, alles klar. Dann aufregend geht's los. Ich hoffe, mein Rechner bleibt heute stabil. Letzte Woche ist er zweimal abgestürzt. Ich habe es jetzt gerade gesagt, aber wenn ich Pech habe, stürzt er mal wieder ab. Das wäre super kacke. Hat er auch nur irgendwie das letzte Mal gemacht. Genau, es geht hier los. Links Hütte. Wir nehmen hier nichts mit. Brauchen wir nicht. Die Lampe kriegen wir gleich in das Schloss. Und gehen jetzt auch direkt ins Schloss. Ich erwarte bis zur Kirche keinen großen Timesave. Aber ich hoffe danach. Weil bis dahin kann man eh nicht so viel falsch machen. Hier kriegen wir erstmal Schild und Schwert. Vom toten Onkel. So. Das können wir uns ja alles sparen. Gegner sollte man erstmal vermeiden. Die verbrauchen nur unnötig Zeit. Das heißt, jetzt gehen wir erstmal die Prinzessin retten und bringen sie in die Kirche. Okay, gute RNG. Hier passiert erstmal noch nicht allzu viel. Also hier ist eigentlich mehr rumlaufen und ein paar Gegnerblätter. Hier gibt es schon so die erste kleine Taktik. Wenn man hier hochgeht und etwas weiter hochgeht, so spawnt man diese Gegner weiter unten und kann dementsprechend sofort drüber, ohne gegen sie zu fighten. So, wir schnappen uns jetzt den Schlüssel. Eigentlich hätte ich das jetzt nicht unbedingt mitnehmen müssen, aber hat uns vielleicht eine Sekunde gekostet mit dem Boomerang. Der Boomerang laggt ziemlich. Deswegen versucht man den auch so selten wie möglich einzusetzen. Den braucht man auch nur ganz am Anfang jetzt. So, hier nimmt man einfach zwei Pötte. Ja, die Lampe bekommt man hier. Okay. Also, weiter geht's. Jetzt müssen wir die Prinzessin durch die Kanalisation, ja, auch Escape genannt, bringen wir sie jetzt zum Priester. Auch hier erstmal nicht viele Besonderheiten. Auch hier können wir uns die ganzen Gegner sparen. Schloss oben. Hört man auch wieder schön an dem Regen. Haben sie, finde ich, sehr cool gemacht damals. Das war knapp. Ein kleines bisschen runter mit dem Stuhl. Kleine Textbox. Okay. Das hier wegschieben. Das geht nämlich nur zu zweit. Und rin. Jetzt sind wir in der Kanalisation. Oh.
Immer tiefer runter. Die Schüssel brauchen wir zwangsläufig. Piep, piep, piep. Okay. Ich sag ja, bis hierhin ist noch alles so okay. Ah, toll. Schlechte RNG. Normalerweise kann man einfach an der Wand hochrennen, aber die Ratten haben sich jetzt dagegen entschieden. Also, naja, okay. So. Ja, ein paar Sekunden haben wir gut gemacht. Dies ist schon fein. Bei dem Japanischen haben wir den Vorteil, dass es weniger Text gespawnt wird. Und, hi, Marty. Und, deswegen ist die auch etwas kürzer. So, raus hier. Okay, jetzt gehen wir erstmal zum Eastern Palace. Grüße dich. Schon an die Kälte hier gewöhnt. Alter Urlauber. Hier kann man... Hier muss man ein bisschen aufpassen. So. Aber wie gesagt, bis jetzt noch alles easy peasy. Ja, Sonntag, wenn du Bock hast. Kommen Sie, kommen Sie. So. Erste Dungeon. Okay. So. Erste Dungeon. Pot nehmen. Schalter drücken. Schalter drücken. Und rennen. Ja, wieso, wie du kannst. Hi, Walli. Auch am Start. So, dieses Geld brauchen wir. Für die Flasche im Kakariko. Das war knapp. So. Hier gehen wir jetzt nach links. Ah, du hast noch gar nichts verpasst. Ich bin gerade im ersten Dungeon. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir die Speedrun-Taktik hinkriegen. Nein! Verdammt. Okay. Ah, so ein bisschen. Die Schatztruhe darf man nicht nehmen. Klar. Hau rein. Hier einen Pott mitnehmen. Nein, keine Nachtschicht. Ich erwarte 2 Stunden 15. Das ist so mein Ziel heute. Maximal. Am liebsten noch weniger. Dann geht's weiter. Wieder so eine kleine Speedrun-Taktik. Ich hoffe, ich krieg's hin.
Okay, ein Herz zu viel verloren. Aber das ist kein Problem. Hier gibt es noch Ersatzherzen. Ich spiele lieber auf Sicherheit. Noch habe ich keine Feen. Die sammle ich erst später ein. So. Jetzt holen wir uns den Bogen. Yep. Brauchen wir jetzt auch bei dem Zyklopen hier. Das war gut. Okay. Das sind alles nur easy Räume hier. Hier ist ein bisschen RNG. Ja, aber die war gut. Das war auch gut. Okay, jetzt kommt's drauf an. Gucken, ob wir den schnell hinkriegen oder langsam. Ah, hätte besser sein können, aber war schon okay. So, 43 Sekunden gut gemacht. Zum letzten Mal. Okay. Raus hier. Jetzt 7 Meilenstiefel abholen. Dann wird alles auch ein bisschen schneller. Ich hoffe, ich kriege den Glitch auch gleich hin mit den Stiefeln. Der ist nämlich sehr hilfreich. So, gib her die Dinge. So, hasch, ralalalala. Tick, 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 tick. Kann bitte noch jemand ein Input-Mapping programmieren, dass man das visuell darstellen kann? Man sieht, welche Taste man drückt. So ein Overlay, das wäre richtig cool. So, hier auch noch ein bisschen Kohle. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir den Glitch hinkriegen. Und zwar... Jo. So kann man dann schön schnell durch die Bude rennen. Juhu. Ich erkläre gleich mal, wie der geht. Der geht auch nur in der japanischen Version. Und auch nur in der Revision 0. Also in der allerersten Revision, ja. Genau, jetzt dashen wir erstmal bis zur Bücherei. Jetzt geht es auch ein bisschen schneller vorwärts. Ach, das war dumm. Egal, so viel zeitlos ist das nicht. Ah, blödes Vieh. So, jetzt machen wir noch einen kleinen Abstecher ins Dorf. 2 Flaschen holen und ein Fangnetz. Das ist quasi unsere Lebensversicherung. Ich werde das jetzt mit Sicherheit nicht ohne die Stunt spielen. Da ist das die Flasche. Und das Fangnetz kriegen wir hier beim... Ne, beim Jungen. Beim Sick Kid. Ja, definitiv keine Nachtschicht heute. So. 2. Flasche kriegen wir beim Bottlewender. Der gute Mann hier. So, jetzt wieder zurück. Nein!
Na klar. Zurück zu links Haus. Denn da gibt's nämlich noch die Fairy Fountain. Und da holen wir uns jetzt unsere Lebensversicherung. Na. Okay. Jetzt geht's zum Desert. Ja, leck mich. Manchmal frisst er die Inputs nicht. Aber es liegt nicht am Mister oder so, das liegt an dem Spiel. Da ruckelt es auch ein bisschen, aber das ist auch das Spiel. Das hatte damals schon Performance-Probleme. So. Okay. Okay. Here we go. Zweites Dungeon. Ersten Schlüssel müssen wir hier von der Lampe bonken. Das heißt, jetzt holen wir uns den Biki. Alles andere skippen wir. Also die Karte, den Kompass, braucht kein Mensch. Wichtig ist hier Biki und halt die kleinen Keys, um halt weiterzukommen. Hier den kleinen Key einsetzen. Die Schatzruhe sparen wir uns zum Beispiel. Da ist, glaube ich, der Kompass drin. Das war knapp. Yes, das war guter RNG. Yes, auch wieder guter RNG zurück. So. So, jetzt können wir theoretisch schon zum Endgegner. Ne, können wir noch nicht. Wir müssen noch die Power Gloves holen. Das machen wir jetzt einfach. Gut. Hier gibt es nämlich hier hinter. Lüden. Okay. So. Alles keine große Schwierigkeit. So, die ersten drei Dungeons sind eigentlich easy. Der Endgegner vom zweiten und dritten ist ein bisschen tricky, aber kriegen wir schon hin. So, das nehme ich auch immer mit als zukünftige Lebensversicherung. So. Dann den Block wegschieben. Hier gibt es einen Schlüssel. Key Dash. Und einen Füllraum. Wieder alle Gegner besiegen. So. Ist das zweite Dungeon auch gleich schon geschafft? Theoretisch. Das war knapp. Gut, so. Kerze. Hopp. Okay, das ist so ein Endgegner, den ich nicht so gerne mag, weil der halt auch mega RNG ist. Aber werden wir schon irgendwie rum. Na, okay, schade.
jetzt mit dem Schwert. Ja, machen wir das mit dem Schwert. Die brauchen pro Viech 8 Treffer mit dem normalen Schwertschlag. Ja, 1,53, okay. Es wird immer besser. Okay. Dann gehen wir jetzt... Ja, ja, ein bisschen. Ah, verdammt, Sekunde so hoch. Ein Frame zu hoch. So, jetzt geht's zu Tower of Hera. Das war knapp. Bonk. Dazu gehen wir dann an Hyrule Castle vorbei. Abkürzung. Ruckel. Oh. Okay, sehr gut. Aber das kann man jetzt noch nicht sagen, ob ich viel besser dabei, weil die ersten drei Dungeons sind problemlos. Also da ist nicht viel zu erwarten. Aber bei den nächsten, also Dark World, da wird es schon interessant. Lasagne? Ja. Mit massig MSG. Aber ja, doch. Das sind die miesesten Motherfucker in diesem Spiel. Die sind nämlich unzerstörbar. So. Glitch-Time. Aber nur minor Glitches. Ups. Na. Leck mich! Okay, hat doch geklappt. Okay. Immer noch schneller als hier normal hoch. So. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn er das Viech in meine Richtung schießt. Dann, hat man eine sehr lange Textbox, die man klicken muss. Okay. Runter. Schlüssel. Raus. Boomerang. Uah, das war knapp. Ah. Okay. Das klingt gut. Sind wir da bei euch? Okay. Jetzt habe ich erstmal ein paar Sekunden Zeit, bis alle Platten zerschellt sind. Okay. Lasagne. Ja, sehr lecker. Freue ich mich drauf. Cool. Sehr schön. Lampe.
Na, ich nicht so wirklich. Also, ich kriege das ja auch nicht immer mit. Aber okay. So, weiter geht's. Ah, fuck. Ja, das ist es. Definitiv. Okay, mit zwei Herzen bin ich jetzt schon ziemlich am Arsch. Aber wir probieren's. Wenn nicht, ich habe ja zwei Feen. Also, und das Wiederbeleben dauert jetzt nicht so lange. Ich droppe dir ein Herz. Nein. Sehr doppelt. Super. Aber wir brauchen nämlich gleich für den Bombjump oben Herzen. Deswegen. Ja, natürlich. Das ist ein Speedrun. Da trinkt man das nur. Das ist noch langsam. Hopp. Ein bisschen Herz geben. So, jetzt kommt so wieder eine Speedrun-Taktik. Ah, ist ein bisschen aufgeregt. Gucken, ob wir ihn hinkriegen. So. Ja, sehr geil. Safe. Holen uns noch ein paar Pötte mit Herzen. Ups, den brauchte ich gar nicht. So. Ah, der Bombjump geglückt, das ist schon mal gut. Jetzt kommt ein Arschloch-Endgegner. Na. Ah. Das war zu. Ich wollte es zu sehr. Ist aber auch scheiße. Hier kann man einen richtig schönen Timeloss kriegen, aber egal. Sechs Treffer braucht der. Der macht's aber heute spannend hier. So, letzter Treffer. Come on. Mehr. Oh. Yes. Okay. Und trotzdem noch übelstes Time Save. 2 Minuten 32. Okidoki. Ja, bla bla. So, raus hier. Ach, das war eigentlich dumm. Egal. So, weiter. Bonk. Und Link alle Knochen brechen. Bam. Hurz. Jo. Bonk. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier darf man nicht einfach so runterdashen. Weil da unten knallt man nämlich dann schön ins Loch rein und fängt von oben wieder an. Das waren die Trolls der Entwickler. So, jetzt gehen wir erstmal Lost Woods und das Schwert holen. Das Master Schwert. Na, Sekunde zu weit links. Frame zu weit links. Rin. Das war damals schon ein geiles Gefühl als, was weiß ich, 13-Jähriger oder so, 12-Jähriger, das dann bis hierhin zu spielen. Highlight. Da dachte man, jetzt hat man es schon durch. Da hat man ja schon Tage, Wochen für gebraucht, um so weit zu kommen. Und ich spieß gerade mal eine halbe Stunde.
Bla, kann keine Sau lesen. Okay. Wupp. Okay, Zelda wird entführt. Bla, bla, bla. Jetzt wieder zurück. Ja. Noch mit. Gut. Wieder auf zu Castle Hyrule. Ah, ab. Okay. Na, wärst du wohl? Was war das hier? Hallo. Toll. Ja, genau. Das war auch knapp, ey. Damals. Irre. Mal gucken, ob mein Kleiner das auch irgendwo mal so macht. Hat Team oder dein Sohn was bei dir auch so gemacht? Ich bin ja mal gespannt. So, Ärger. Ärger nehmen. Komm, put, 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 put. Ah, fuck. Ja, wir haben ja, wir haben es ja quasi erfunden. Ach Mann. Ja, Link's Awakening ist tatsächlich sehr ähnlich, weil es ja auch 2-3 Jahre später eigentlich erschien. Da haben sich die Spiele noch ziemlich geähnelt, ja. Für die RNG hier ist mies. Frames weit rechts. Egal, das sind alles nur minimale Time Losses. Okay. Na, ich brauche Sloppy. Nein! Boah, das war knapp. Okay, Ärger. Ärger, Ärger. Oh, Textbook verklingen. Ärger nehmen ist auch so ein Kampf, der mega RNG-lastig ist. Da kann man Pech haben und er macht diese blauen Kugeln oder die Glück haben und die Magiekugeln. Mal gucken, was wir heute haben. Sechsmal müssen wir noch übertreffen. Eins. Das sind die Kugeln, die man nicht haben will. Zwei.
Hey, Robin. So, dreimal haben wir, ne? Hier. Fünf. Nur Glück haben, können wir jetzt durchziehen. Bitch. Mann, jetzt muss ich nochmal einen Cycle warten. Ja, das ist so richtig assi. Okay, es waren tatsächlich nur vier. Jetzt haben wir fünf. Ich hab mich verzählt. Endlich. Bitch. Die. Bitch. Halt. So. Okay, jetzt ein bisschen Textbox. Hier scroll ich mal weiter. Okay. Wer es lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich kann es nicht, aber ich muss es auch nicht. Okay. Hier hole ich mir das Herzteil. Werde mir maximal 8 Herzteile holen. Also, die sind auch eher optional. Ab zum Dark Palace oder Palace of Darkness, wie er auch heißt. Ich persönlich finde, dass die Overworld-Musik in der Dark World immer noch die geilste Link-Zelda-Musik ever ist. Da gibt es so schöne, geile Remixe, orchestral, aber auch elektronisch, also top. Na. So, Kiki, der kleine Halsabschneider-Affe. Wichtig ist, dass man hier 110 Rubine hat, oder Rupees. Weil sonst kommt man nicht in das Schloss rein oder das Dungeon. So, da wieder nochmal 100. Raffgieriger alter Affe. Okay, nächstes Dungeon. Erstes Dark World Dungeon. Da habe ich mir letzte Woche mega einen abgebrochen. Ich hoffe, dass es heute ein bisschen schneller geht. Ja, die wollen wir mit. Ach, sollte es eigentlich dashen. So. Den brauchen wir, um da reinzukommen. Hier kommt schon dieses typische Metroidvania. Alles doppelt und dreifach machen. Any% ist einfach durchspielen, so schnell es geht. NMG ist No Major Glitches, also ich darf jetzt keine fetten Glitches nutzen, nur kleine. Und, genau. So, jetzt eine Bömken. So, jetzt ein Bicky. Ach so, 1,5 Stunden. Entschuldigung, das habe ich falsch verstanden. Genau, so um die 1,5 Stunden. Werde ich nie im Leben schaffen, aber 2 Stunden wäre schon extrem schnell für mich. Mein letzter Run, du siehst es ja unten rechts, 2 Stunden 48. Das will ich heute schlagen. Ah, das ist dumm. Nee, ist lieber. Gut. So.
mit. Okay. Jetzt holen wir uns den Hammer. Nervig. Ja. So, das ist der letzte Schlüssel, den wir brauchen. Raus. Gehen wir quasi zum Endgegner. Aber ein paar Meter zu laufen haben wir noch. Ja. Na. Auch ein Glitch in der japanischen Version. Man kann mit den Items auch dashen. Das geht auch nur in der japanischen Version. Auch Revision 0. Ja. Okay, ein paar Pfeile. Ich muss das jetzt schon holen. Okay. So. Jetzt ist wieder Zeit für Donations. Puh, her mit dem Geld. Ich will es einfach nur skippen, den Scheiß. Auch wieder ein schwieriger Raum. Klar. Der klappt nie, wie man sich den vorstellt. Na. Ah. Wie gesagt, auch wenn ich jetzt gleich alle Herzen weg habe, ich habe noch zwei Feen. Die sind ja die Lebensversicherung. Ich will sie aber eigentlich nicht einsetzen unbedingt. Schade, kein Herzdrop. Wollen wir hoffen, dass wir jetzt Glück haben. Elmer Sauber. 18 Treffer am Kopf. Ah, okay. Ist aber kein Problem. Dass der zwei Herzen abzählt, ich hätte nicht gedacht. Okay. Dililit. Acht Treffer so. Hey. Okay, der war etwas uncool. Den habe ich schon mal wesentlich schneller geschafft. Aber immer noch 18 Minuten Time Save. Ich habe ja gesagt, bei dem Dungeon habe ich letzte Woche echt gelost. So, jetzt können wir erstmal ein bisschen Text durchskippen. Ja, ja, so ist das Leben. Allein dieser Time-Save, wenn ich es jetzt durchspiele, wird es so oder so schneller als beim letzten Mal. Aber ich will ja auch eine gute Zeit für mich haben, also geht's jetzt noch gut dabei.
Ja, doch, das war ganz gut. Ja, eigentlich sollte man nicht so viele Gegner besiegen. Das ist alles Zeit. So, muss erstmal die Fee wieder. Und zwar genau hier. Nein, er hat sie natürlich aufgenommen, die dumme Sau. Gibt's hier nicht noch mehr? Nee, okay, dann egal. Wir werden noch welche finden. Ab zu Stumpy. Ja, oh, genau da reingerannt. Hier gibt es manchmal auch eine Fee. Okay. Mann, schon wieder reingerannt. Dumme Sau. Her, die Schaufel. Einmal kurz das Herz verloren. Und dann aktivieren wir die Flöte. Das kostet uns jetzt nicht so viel Zeit. Jetzt haben wir nämlich ein Herz zusammen. So. Jetzt können wir auch die Flöte aktivieren. Hm? Ah, diese Wache ist schneller als Usain Bolt oder wie der heißt. Ah, so. Sau. Kommt die Ente. Was glaube ich ein Vogel sein soll. Aber nein, es ist Donald Duck. Ab zur Hexe. Hier braucht man nur einmal Screen raus und wieder rein. Das ist super wichtig. Das brauchen wir dann, um uns immer Feen zu holen. Unter anderem. So. Jetzt kommt nämlich ein schon nicht mehr ganz so einfaches Dungeon dran. Das Thiefstown Dungeon. Gehabt. Dark World. Ups.
Okay. Mann. Der Endgegner hier ist schon ziemlich intens. Und in der Dark World mit einer grünen Rüstung ist man auch ziemlich verwundbar. Also jeder Treffer tut eigentlich weh. Probleme. Gut. Komm zu meiner Hassstelle in diesem Dungeon. Einmal dieser Raum und der Raum danach ist noch schlimmer. Ich nehme schon mal das Pulver. In der Hoffnung, dass wir uns eine Fee schnappen. Ja. Ah. Das war so nicht geplant. Aber es ist nicht umsonst mein Hassraum. Okay. Die Viecher sind auch ziemlich heavy. Machen viel Schaden. Na. Okay. Raus hier. Und raus. Dann wieder runter. Jetzt müssen wir die Alde retten. Beziehungsweise das Maiden. Gut. So, Lebensversicherung Nummer 2 wieder eingesammelt. Jetzt fühle ich mich schon besser. Weil der Blind Fight könnte auch nochmal tricky werden. So, Maiden holen. Hallo. Schlüssel her. Und weiter. Raus. Okay. Titan Smith. Ab zu Blind. Den ersten Cycle kriegt man sofort hin, aber danach die sind schwierig. Okay. Komm schon. Wow, ohne Herz zu verlieren. Ich bin begeistert. ...25 Minuten schon mal gesaved. Im Hard. So. Jetzt können wir wieder Textbox wegklicken. Ja. Das kann man leider nicht skippen. Das haben sie im Randomizer ganz cool gemacht, dass man diese Geschichte gar nicht erst zu sehen bekommt. Dann geht's quasi sofort weiter.
Bing. So, jetzt müssen wir ein paar Klamotten erledigen. Ja, wir müssen vorher noch hier hin. Genau da. Wir brauchen nämlich jetzt schon mal ein bisschen Geld. Weil wir bald die Flossen holen müssen. Da brauchen wir 500. So, den bringen wir jetzt mal zu seinem Bruder zurück. Kleines Fetch-Quest hier machen. Aber wir holen uns jetzt erstmal Half Magic. Ja, damit auch sehr hilfreich. Wie gesagt, als Profi braucht man diese ganzen Klamotten nicht machen, aber hey, ich bin noch Beginner. Ja, müsstest du mal googeln. Irgendwie Zelda no Kogami irgendwas. Den Setsu, bla bla bla. Ich kann es dir leider nicht sagen, was es genau, wie es genau heißt. Nein! Zu tief. So, hier. Hier müsste es eigentlich gehen. Ja. Okay. So, Tempered Sword. So, jetzt gehen wir in Marios Haus. Mario hat hier tatsächlich ein kleines Mini-Cameo. Auch nur, wenn man genau hinguckt. Das soll angeblich dieses Haus hier sein. Und zwar ist Mario da auf dem Bild zu sehen. So, Skullwoods. Nächstes Dungeon. Wieder einen Bombjump. So, hier gehen wir dann in den zweiten Eingang und holen uns den Bicky. Ich hasse diesen Rollmaster. Warte noch ein Cyclab. Okay. Raus. Entspannt. Kommt wieder ein Speedrun-Trick. Bombjump. Kann immer ein bisschen anstrengend sein. Ah, das müsste auch nicht reichen.
Ah, weil der scheiß Gegner da oben war. Kriegen wir den kaputt? Hallo? Mehr Herz verloren, als ich dachte. Aber okay. So, raus. Jetzt gehen wir wieder zu dem anderen Eingang. Eingang. Nehme ich mal den. Da droppen die Herzen. Leider nicht. Der Bombjump, wo eigentlich einfach ist, mies. Wallmaster, verpiss dich. Aber wir kriegen gleich nochmal eine Fee. Ah, das weiß ich quasi. Kann nämlich diese Dinger hier umwandeln. So. Gut. Endgegner-Time. Mothula. Come on. Gut, der war easy. Ah, okay. Also im Grunde 4 Minuten Time Save. 4 Minuten 39. Okay. Wir steigern uns. Und wieder Textboxen. Bevor wir jetzt gleich in den Ice Palace gehen, müssen wir noch ein bisschen Fetch Quest machen. Okay. Den Busch sollte er nicht aufheben. Ah. Doch da rein. So, jetzt gehen wir mal nach Osten. Nordosten. Und werden mal die Flippers holen und... Nein, nicht die Musikgruppe, sondern die Schwimmflossen und... das Quake-Medaillon. Okay. Alle, die jetzt noch dabei sind, Respekt fürs Zuschauen, für die Geduld. I love you all. Hätte. Oh. Ich sollte ja gegen die Wand rennen. Macht er noch was? Ah ja. Puh.
Habe ich gerade schon Panik gekriegt. Das war so nicht geskriptet. Okay. So, auf zu Zora. Na. So. 500 Rubine kostet der ganze Spaß. Jo. Herz nehme ich noch mit. Das zweite Herz. So. Und jetzt können wir nämlich zum Ice Palace. Vielleicht kommt der schwierigste Bombjump von allen. Ich hoffe, ich kriege ihn hin. Habe ich jetzt ein bisschen Panik vor? Todespinguine. Beschissene RNG. Behindert. Das war behindert. Das ist ganz gut. Gib mir den Schlüssel. So, jetzt kommt der. Das Herz nehme ich noch mit. So, weil das können wir nämlich brauchen. Der fieseste Bombjump ever. Okay. Ach, gleich beim First Try. Yes. Und ich verkacke es hier unten. Okay, leck mich am Arsch. Wie dumm war das? Wenn ich das Herz wieder rauskriege. Nein. Schade. Na gut. Na. Hallo, bist du tot? Na, Herz nehme ich mit. Mann, das war jetzt aber echt ärgerlich. First Try Bomb Jump und dann verkacken. So, dann sind wir schon beim Endgegner. Werden wir ihn schaffen?
Cold Stare. Scheiße, das Herz. 37:22. Ich näher mich den 2 Stunden, wenn ich jetzt mit der Geschwindigkeit weit spiele. Ja, Fluchtwasser. Fluchwasser oder Fluchtwasser? Fluch? Boah. Textboxen. Schluck Sauve. Jetzt müssen wir uns das Isa-Medaillon holen. Das ist so geil. Auch der Grund, warum man die japanische Version spielen sollte. Allein wegen diesem Glitch. Heizen. Ice Rod holen. Dann haben wir auch eigentlich alle Items zusammen. Na toll. Scheiße. So. Ice Rod. So, auf zum Misery Meyer. Gut. Ich mache das Herzteil. Optional, das ist optional. Ich bin jetzt eh gut in der Zeit, also diesen Time Loss hier. Normalerweise kommt man hier erst mit dem Hookshot weiter, den haben wir noch gar nicht, aber es geht auch so. Ich meine, echt alle Gegner besiegen. Das ist nervig. Okay, das war aber okay. Jetzt
könnte man zwar auch schneller, aber da bin ich zufrieden mit. Geld brauchen wir jetzt überhaupt nicht mehr. Das ist jetzt keine... Also wir brauchen noch einmal 80 Rubine für die rote Bombe. Aber die haben wir ja locker im Sack. Ach, Arschloch. Nervige Viecher. So, hier gibt es wieder so einen kleinen Glitch. Man kann nämlich, während man die schiebt, da durchschießen. Normalerweise geht das nicht. Aber geht beim Schieben wohl. Ja, Donations her. Ganz viele, bitte. Das sind jetzt 18 Sekunden, die man warten muss. Oh, Brücke. Und der Bicky. Ohne den kommt man hier nicht weit. Okay. Jetzt können wir uns nochmal eine Fairy holen. Lassen wir erstmal. Auch noch einen kleinen Schlüssel. Okay. Alles keine große Schwierigkeit bis hierhin. Im Prinzip. Was macht er denn da? Im Prinzip ist das alles so viel geskippt, dass man das halbe Dungeon eigentlich vernachlässigen kann. Also wir müssen schnell sein. Schnell, 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 schnell. Okay. Cane of Sovaria. Nicht Cane of Döner. Döner. You know. Die, bitch. Okay. Den Cane of Sumaria brauchen wir jetzt auch. Mit dem können wir nämlich so Blöcke erscheinen lassen. Und dann machen wir jetzt hier. Damit die Tür offen bleibt, muss der Block da drauf. Der Dönerstab, genau. Ah! Das war dumm. Fuck you! Der rote Dönerstab, genau. Den nächsten Endgegner mache ich auf die safe Art und Weise. Ist mir dann doch lieber. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8. Aber ich sehe gerade, die Swamp und Misery Maya sind vertauscht. Das muss ich mal ändern in der Übersicht. Egal. Kann ich ja hinterher ändern. Ja, 2 Stunden sind drin. Weil jetzt kommt nämlich Swamp. Waffeln oder Muffins? Pfannkuchen sind, glaube ich, noch zu heftig. Ja, gut dabei. Normalerweise in dem zweiten Stein zu 50% eine Bombe. Wir haben die falschen 50%. Sorry. Skip. So, das Herzteil holen wir uns dann auf den Rückweg. Okay. Der Dungeon ist eigentlich ziemlich aufwendig. Ich mag es aber ganz gerne. Also besonders als Randomizer ist es ganz cool, weil es hier 6 oder 7 Schatztruhen gibt. Da kommt man natürlich gut an Items. Mann! Dafür musst du jetzt sterben. Bitch. Was ist hier los? Jetzt das Wasser reinlassen quasi, damit wir gleich weiterkommen. Man muss hier viel Zeug erledigen in dem Dungeon, um weiterzukommen. Und wieder viel hin und her rennen. Aber das gehört nun mal zum Spielprinzip dazu. Und der wichtigste, oder die wichtigste Sache ist, diesen Schalter wieder zurück umlegen. Wenn man das nicht macht, hat man wieder viel Backtracking-Arbeit zu machen. Das ist richtig nervig. Das ist hier nämlich das Wasser. Und der Raum da hinten ist damit quasi auch
nicht mehr betretbar, wenn man den Schlüssel vorher nicht geholt hat. Da muss man nochmal komplett raus aus dem Dungeon und das alles nochmal machen. Das ist auch ziemlich mies. Also man kann sich hier ziemlich viel Zeit verballern in dem Dungeon. Hier war noch nicht. Die Zeit muss sein. Ah! So, wenn ich den Schalter nicht umlege, ist hier nämlich dann diese Dinger oben und ja, können dann auch nochmal zurück. So, Vicky. Auf zur Vicky Chess. Ja, man muss jetzt wieder zurückgehen. Das ist wieder dieses Metroidvania-mäßige. Wieder Backtracking. Bonus jetzt, finde ich, die geilste Waffe in dem Spiel. Hookshot. Meine Lieblingswaffe. Lieblings-Item. Okay. So. Schade, ich hätte gerne gedasht, aber wenn der so am Abschmieren ist, mache ich das lieber nicht. Das Herz da unten hole ich mir noch als Safety. Ist zwar ein Time Loss, aber nur ein kleiner. Ah! Sollte man natürlich auch gut dashen. Okay. Hier gibt es aber nochmal zwei Herzen. Wenigstens hier konnte ich dashen. So, Endgegner-Time. Argus. Ah, Luck. So. Na. Okay, jetzt wird es ein bisschen langsamer. Ja, nochmal Textboxen wegklicken. Vorletzte Mal. Ja, Swamp Misery Maya muss ich echt mal tauschen. Das Herz holen. Und wieder zurück. Jetzt holen wir die rote Bombe. So. Immer bock ich da rein. Bonks. So.
Da gehen die letzten 80 bei drauf. Nehmen wir jetzt zurück in die Light World und nehmen eine kleine Abkürzung. Wir können jetzt nur nicht dashen, weil man sonst die Bombe loslässt. Deswegen müssen wir jetzt zu Fuß ohne 7 Meilenstiefel gehen. Aber es ist kein Problem. Denn wir sind schon da. Das ist ein großer Time-Save hier. Okay. So, bestes Schwert, beste Bogen holen. Fette Fairy. So. Okay. Per das Ding. Nach hinne. Di-di-di-di. Gut. So, Turtle Rock. Letztes offizielles Dungeon. Da haben wir auch den Hookshot. Und haben jetzt auch das beste Schwert. Wird auch Buttersword genannt, weil es halt so gelb ist. Ach. Das Herzteil holen wir uns dann zum Schluss, dann haben wir noch ein Herz mehr. Das reicht auch für den Run. Okay. Das ist ein sehr großes, langes Dungeon, aber nicht, wenn man Speedrun, dann geht's. Ist zwar immer noch das längste von allen, aber man kann ja auch sehr, sehr viel skippen. What the hell? Hallo? Nein, falsche Richtung. Okay. Nicht ganz so schlimm, aber na gut. Wir holen gleich den Time Loss wieder raus. So. So. Schnell. Okay, hier muss man ein bisschen aufpassen, weil die hauen dann, glaube ich, 4 Herzen weg. Oder 2. Ich weiß es gar nicht. Also mit der Rüstung auf jeden Fall ziemlich mies. Dann mache ich es lieber langsam. So, das ist unser Time Save. Ah, okay. Das ist der mieseste Raum von allen. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Oh Gott, perfekt durchgekommen. Oh. Yes. Das war so das Beste, was ich bei dem Bombier geschafft habe, ja. Krass. So, Bicky holen. Eigentlich zum Endgegner, aber noch einen weiten Weg vor uns. Es klingt jetzt schlimmer, als es ist. Alles gut. Das wollte ich nicht. Jetzt geht's hier rein. Wir machen jetzt den kleinen Mini-Umweg und holen uns das Laserschild. Aber das ist jetzt kein großer Timeloss. Vielleicht 20, 30 Sekunden, wenn überhaupt. Okay, ja, so 20, 30 Sekunden. Normalerweise würden wir da links aus der Tür rauskommen. Also, das passt schon. Dönerstab. Dönerspieß. Na. Swagstrats. Eher weniger. Hier brauchen wir jetzt den Hookshot, damit wir nicht getroffen werden. Ja, ja. So. Das sieht alles ganz jord aus. Laser Bridge. Noch einen kleinen Schlüssel holen. Gut. Ja. Mist. So, der Endgegner ist ein bisschen tricky. Wie alle. Das ist ein bisschen Timing gefragt. Mal gucken. Ich mache jetzt aber auch keine Swagstrats, sondern regulär. Okay, das war ganz gut. Ja, yes. Okay, das Schlimmste ist vorbei. Yes. Der war gut. So, das war's. Na, das spawnt das da. 53. Das heißt, ich könnte unter... Ups, da ist mir gerade das Kabel rausgegangen. Hilfe! Das wäre es jetzt noch gewesen.
So. Auf zu Gannon's Tower. Also der AGDQ-Run wäre in 5 Minuten vorbei. Der ist nämlich in 1:45 geschafft worden. Ich glaube, ich pfeife das auf das Herzteil. Ich habe genug Herzen. Ah, fuck! Boah, 4 fucking Herzen weg. Ja, ich hätte das gar nicht sagen dürfen mit den Herzen. Ich hab genug. So. So, Ganon's Tower. Letztes fucking Dungeon. Auch hier kann man super viel skippen, also... Man sieht nur die Hälfte vom Dungeon. Ah, das Menü ist mal so eine Sache. Mache ich. Na. So, puh, jetzt habe ich aber gerade irgendwie einen Herzinfarkt gekriegt, innerlich. Ach, verdammt. So. Okay. Immer dieses präzise. Na, okay. Kein Problem. Kleiner Refight von den Amos. Nein. Sehr guter Refight. Hab mein schnellster ever. Rüstung noch holen. Jo, jetzt geht's mir auch besser. Jetzt haben wir weniger Schaden, als wir verlieren. Puh. Das war okay. Oh Gott, jetzt bloß kein Mirror benutzen.
Nee. Ja, ich bin auch gleich durch. 10 Minuten oder sowas, wenn ich Glück habe. Schau es dir im VOD nochmal an. Dann eine wirklich schöne, gute Nacht. Der war gut. Brrrt. Okay. So, jetzt kommt das Gauntlet. Also nochmal ein paar Fights. Dann sind wir auch gleich schon beim Endgegner. Ja. Sau. Okay. Ah, jetzt rennt er nach oben, der Sack. Nein. Es war dumm. Okay. Wieder auffrischen. Ah. Das war dumm. Viel zu viel Magic verbraucht. Egal. Holen uns alles wieder, hoffe ich. Auch nicht. Ein bisschen kriegen wir gleich noch was. Okay. Mache ich den jetzt ohne Magic? Auch wenn er durch etwas langsamer ist. Aber ich glaube, das kriegt Probleme. Genau, hier brauchen wir nämlich unbedingt Magic. Das heißt, ich hole jetzt alle Pötte. Das mache ich jetzt lieber auf Nummer sicher. Uah. Okay, Hafen müsste eigentlich reichen für den Fire Rod. Dieser Raum könnte nämlich so ein Runkiller sein, wenn man die Magic nicht vernünftig auffüllt. So, jetzt sind wir erstmal wieder mit dabei. Ah! Fight. Fuck, fuck, fuck. Zwei Treffer wären es doch nur gewesen. Mann. Das ist bitter. Ja.
F you. Come on. So, dumme Sau. So, letzter Raum. Oh, ich hasse ihn. Fünfzig, komm. Bitte jetzt einen guten Haggerfight. Ach, der braucht wieder 6. 5. Einen noch, komm. Gut, gut. So, jetzt geht's um die Wurst. Die fette Schweinewurst. Come on. Come on, come on, come on, come on. Los! Rein, du fettes Vieh! Nein, das mache ich. Okay, jetzt letzter. Ganon's Tower zu machen. Egal. Zu aufgeregt. Gut, lauf, 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 lauf. Gut, jetzt nur nicht treffen lassen. Natürlich jetzt nicht mal die richtige Zeit, aber los, lauf. Time. Yo. Fast eine Stunde eingespart. Lächerlich. Ah. Reicht. Nie wieder. Besser kriege ich es nicht hin. Ja, vielleicht ein bisschen, aber ne. Das ist mir zu viel Optimiererei. Das ist schon okay. Muss hier die Splits nur nochmal anpassen. Hihi. Okay, kann man hier nicht lesen. Aber der Abspenden, den gucke ich mir noch an und dann bin ich raus für heute. Ah. Sehr gut.
9 Minuten über dem AGDQ-Run. Wobei man muss natürlich dazu sagen, dass der AGDQ-Run ein 100%-Run war. Also hätten die any percent gemacht, wäre es wahrscheinlich 1,30 oder sowas gewesen. Komischerweise im Abspann ist dann alles auf Englisch. Okay, warum auch immer. Muss man jetzt nicht verstehen. Ah, top. Sehr geil, dann muss ich schon gleich erstmal saven. Save. Genau, ich muss noch gucken, wie lange ich in Ganon's Tower gebraucht habe. Das ändere ich noch. Und Ganon natürlich dann dementsprechend auch. Und Mizzlemeier und Swamp muss ich noch tauschen. Überall Goldsplit. Auch beim ersten? Ja, komplett Goldsplit-Run. Hier muss ich nochmal bei Ganon's Tower, muss ich nochmal ansetzen. Das ist dann bei speedrun.com Platz 600 oder was, was ich jetzt gemacht habe. Ich werde es auf jeden Fall submitten. Aber ich erwarte keine gute Platzierung. Das Spiel runnen einfach zu viele. Jetzt kann ich das wenigstens von meiner To-Do-Liste streichen. Link to the Past. Vanilla Game unter 2 Stunden. Reicht. Sehr, sehr gut. Yes, das liebt es again.